Hallo zusammen hier bei Kellomet Photographic. Heute geht es um ein super Telezoom-Objektiv, nämlich um das Olympus 150 bis 400er der Pro-Reihe. Dabei werden diese Greifvögel eine ganz zentrale Rolle spielen. Und wir werden schauen, wie schnell das Objektiv fokussiert und wie scharf es abbildet. Und wir testen auch die neue Vogelerkennung, kurz Bird Detection von Olympus. Los geht's! Besonders Tier-, Natur- und Sportfotografen wird dieses Objektiv den Puls in die Höhe treiben. Das Olympus M Zuiko Digital ED 150 bis 400 mm f4.5 TC 1.25x IS Pro. Was für ein Name. Also ein super Teleobjektiv mit 150 bis 400 mm Brennweite plus integriertem 1,25-fach Telekonverter. Durch den Kopffaktor oder Formatfaktor von 2 des MFT-Sensors der Olympus-Kameras, hier bei uns bei der Olympus EM1X, deckt es den gefühlten Brennweitenbereich von 300 bis 1000 mm ab. Wenn ich hier in diesem Video also von den gekoppten Brennweiten spreche, dann bezieht sich das immer auf das Äquivalent zum Kleinbild. Und wie das aussieht und wie sich das Objektiv schlägt, das schauen wir uns jetzt einmal an. Unterstützt werde ich hier von Benjamin Gripp und der Falknerei Hamburg. Diese Falknerei kann man übrigens für Events, Fotoshootings, Filmaufnahmen oder auch mobile Flugvorführungen buchen. Aber natürlich auch zur Vertreibung von Mardern oder Tauben. Nun aber zurück zu unserem super Teleobjektiv. Wie eben schon gesagt, verfügt das Objektiv über einen eingebauten 1,25-fach Telekonverter, der bis zu 1000 mm Aufnahmen, Klammer auf, äquivalent zum Kleinbild, Klammer zu, aus der Hand ermöglicht. Das Verrückte ist, man könnte auch sagen, das Überragende ist, dass man an dieses Objektiv auch noch optional den 1,4-fach Telekonverter MC14 oder den 2-fach Telekonverter MC20 ansetzen kann. In dieser Kombination mit dem MC20 sind dann bis zu 2000 mm möglich. Aber man muss auch beachten oder sagen, dass sich dann ebenso die Lichtmenge reduziert, die auf dem Sensor ankommt, beziehungsweise halbiert sich diese bei dem Zweifachkonverter. Das ist jedoch gut zu meistern, denn das Objektiv hat eine durchgängige Lichtstärke von 4.5. So, die dynamischen Bilder haben wir nun gesehen. Das Digital 150 bis 400 mm kann aber noch mehr, denn es bietet eine Naheinstellgrenze von 1,30 m und das über den gesamten Zoombereich. Und ist damit bestens gerüstet für Tele-Makro-Aufnahmen. Mit dem Objektiv gelingen Nahaufnahmen mit einer maximalen Bildvergrößerung von Faktor 0,57. Nutzt man zusätzlich den integrierten Telekonverter, erhöht sich der Faktor auf 0,71. Aber nicht nur im Makrobereich ist das Objektiv prima. Hier kommen noch ein paar Bildbeispiele von den Greifvögeln. Ich glaube, die Bildergebnisse sprechen für sich. Drehen wir nun eine kurze Runde um das Objektiv selbst. Die Linsenkonstruktion besteht aus 28 Elementen in 18 Gruppen, darunter eine neu entwickelte Extra Low Dispersion asphärische Linse mit großem Durchmesser und 4 Super Extra Low Dispersion Linsen, so jedenfalls nennt Olympus sie. Die Konstruktion soll damit reduzierte Reflexion erreichen und eine hervorragende Auflösung bis an die Bildränder bieten. Feste Blende von 4.5 hatte ich ja schon erwähnt. Das Objektivgehäuse ist leicht und wetterfest und besteht aus einer Magnesiumlegierung. Die Gegenlichtblende ist aus Kohlefaser, also sehr leicht. So soll verhindert werden, dass das Objektiv bei Verwendung der Gegenlichtblende kopflastig wird. Das Objektiv ist knapp 32 cm lang und wiegt nicht einmal 2 Kilo, genauer gesagt 1875 Gramm.
32 cm für ein Tausender Objektiv, das ist schon wirklich was. Man muss sich das immer wieder vor Augen halten, dass das unglaublich klein ist. Objektive in dieser Größenordnung, im Blick auf die Brennweite, sind gerne 15 cm länger und wiegen oftmals mehr als das Doppelte. Thema Bildstabilisierung. Das M-Zuiko Digital ED 150 bis 400 mm unterstützt den 5-Achsen-IS der Kamera und bei einer Brennweite von 300 mm sollen Werte von bis zu 8 Lichtwertstufen erreicht werden. Sogar bei der Erweiterung des Telebereichs auf bis zu 2000 mm über den separaten Telekonverter MC20 ist die Bildstabilisierung immer noch verfügbar. Damit wird das Objektiv der optimale Begleiter speziell für Tier-, Natur- und Sportfotografen. Komme ich nun zu der zu Anfang angesprochenen Vogelerkennung. Der Intelligent Subject Detection AF wurde um eine sogenannte Bird Detection erweitert. Damit erkennt die Kamera eine Vielzahl von Vögeln unterschiedlicher Größen. Bei der Aufnahme fokussiert die Kamera vorrangig auf das Auge des Vogels. Erst wenn das Auge nicht oder nicht mehr erkannt wird, schaltet die Erkennung um auf Kopf oder Körper. Die Vogelerkennung kann auch in Verbindung mit ProCapture verwendet werden. Das war diese Funktion, bei der bereits vor dem vollständigen Drücken des Auslösers aufeinanderfolgende Einzelbilder aufgenommen werden. Gerade beim Fotografieren von Vögeln wartet man ja manchmal darauf, dass der Vogel abhebt und manchmal verpasst man diesen Moment eben auch. So, das war's von meiner Seite aus zu dem Olympus M-Zuiko Digital ED 150 bis 400 mm und der neuen Vogelerkennung. Wenn ihr weitere Fragen habt, kommt gerne vorbei in eine unserer deutschlandweiten Calumet-Filialen. Das Objektiv soll laut Olympus ab Ende Januar 2021 verfügbar sein. Na denn, macht's gut und wir sehen uns bei Calumet.